Was ist aktuell los in der Türkei? Worum geht es bei eurem Protest hier? Der Auslöser war eigentlich eine friedliche Demonstration von Umweltaktivisten, die gegen die Zerstörung von einem Park demonstriert haben. Die wurden von der Polizei gewalttätig entfernt von der Stelle, wo sie waren. Und das war im Prinzip ein Auslöser gegen den ganzen Unmut von dem Volk. Und diese Demonstration ging meines Wissens über 24 Stunden lang. Ganz Türkei ist auf den Straßen. Im Prinzip ist es eine Demonstration gegen die aktuelle Regierung, gegen die Verbote, die gerade in der letzten Zeit immer wieder eingeführt worden sind. Okay. Wer hat sich denn jetzt hier organisiert? Welche Vereine stehen da hinten dran? Ich glaube, in erster Linie ging es über Facebook. Dass sich dann die ganzen Aktivisten organisiert haben. Und dann haben wir natürlich auch den Atatürk Kulturverein in Frankenthal, Mannheim, die sich dann natürlich auch damit stark gemacht haben, dass das Ganze hier zustande gekommen ist. Es ist so, dass wir ein narzisstisches Türkei im Moment haben. 1943 hat Deutschland den Hitler erlebt. Wir wollen das 2013 in der Türkei nicht erleben. Wir sind die Stimme des Volkes, was absolut und letztendlich totgeschwiegen wird. Seit gestern Abend ist eine absolute Nachrichtensperre. YouTube und Twitter ist mittlerweile auch abgeschaltet worden. Und wenn man in Google TA reingeht, ist es so, dass man letztendlich auch nicht mehr weitergeleitet wird. Und wenn das nicht faschistisch ist, wenn das nicht Anarchismus ist, dann frage ich mich, wo hier die Demokratie in der Türkei bleibt. Die gibt es nämlich nicht. Und wir wollen die Werte von Atatürk weiterleben, denn Atatürk sind wir heute, wir Frauen insbesondere, wo wir heute sind. Ja.